Montag. Ne? Immer noch Montag, obwohl hier schon viel Zeit vergangen ist. Es ist Montag, ja, und ich mache jetzt einen Dress, bitte, ne? Guck mal, ganz entspannt, keine andere Perspektive, niemand muss sich umgewöhnen. Ich gucke ganz entspannt in die Kamera. Fast so wie früher, als ich noch am Schreibtisch saß, aber ich dachte, wenn ich schon mal, das zweite Mal in meinem Leben habe ich ein Sofa, bomb, dann kann ich das auch mit in die Videos einbauen. Ne? Also, so, finde das schon ganz, ganz cool. Depressionen. Ne? Ich finde das immer noch wieder sehr spannend und weil es jetzt immer wieder passiert, dass mir Menschen sagen, dass sie Depressionen haben. Also aber auch Depressionen. So. Freuen sich ja immer, wenn jemand auf der Bühne steht, darüber redet und das ernst nimmt und das auch ernst meint. Und ich bin immer noch verstört, ist wahrscheinlich zu viel, aber es ist so schade, wie viele Menschen diese Krankheit totschweigen. Im wahrsten Sinne des Wortes teilweise sogar, das ist echt brutal. Das ist das Gefährlichste an dieser Krankheit, dass kaum jemand über sie redet. Es schiebt sich ja so langsam nach vorne. Leider geht es immer nur um Erfahrungsberichte. Also immer Leute, die sagen, ja, ich hatte Depressionen, es war alles so schlimm und dann ist es wieder besser geworden oder ich habe es jetzt im Griff oder was auch immer. Ich finde, man muss immer Lösungen anbieten. Ne? Ich finde, es ist sehr schön, Missstände aufzuzeigen. Depression ist ein Missstand, ein permanenter Missstand, aber ich finde es wichtig, Lösungen aufzuzeigen. Und so ein paar Schritte an die Hand zu geben. Und ein Schritt ist halt für mich, die Krankheit so öffentlich wie möglich zu machen, damit mehr Menschen wissen, wie anstrengend diese Krankheit ist. Ich hatte jetzt gerade wieder ein sehr, sehr lästiges Gespräch mit einem Menschen, der sagte, dass das ja, wo denn der Unterschied sei. Jeder sei ja immer traurig und so groß wäre der Unterschied zu einer Depression ja auch nicht. Und das kann eigentlich nur ein Mensch sagen, der keine Depression hat. Das ist auch respektlos dieser Krankheit gegenüber. Von den Menschen mal ganz abgesehen. Aber es ist halt diese Sache der Depression, es ist so, kein Mensch würde eben zu einem Blinden sagen, wo ist denn der Unterschied eigentlich dazwischen, wenn ich die Augen zumache und du blind bist? So schlimm ist es auch nicht. Ne? Zack. Und je weniger über diese Krankheit gesprochen wird, desto weniger wird sie ernst genommen. Je weniger Menschen sich dazu bekennen und sagen, ja, das ist einfach Mist. Und mich hat es auch erwischt. So. Ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt, so eine depressive Episode in den Griff zu bekommen und es dann auch dauerhaft zu verbannen. Für Leute mit diesem chronischen Leiden ist es halt schwieriger. Da muss man sich halt irgendwie andere Gedanken machen. Aber und genau deswegen ist es wichtig, irgendwie darüber aufzuklären, was gibt es alles. Und bei einer depressiven Episode ist es ja natürlich so, dass wenn alle mithelfen, man das relativ zügig in den Griff bekommen kann. Wenn es schwerwiegendere Störungen sind, dann muss das Umfeld einfach auch gewarnt sein. Also es geht ja auch nicht darum, dass man uns mit Samthandschuhen anfasst. Ich wollte nie, dass jemand immer sagt, ach Mensch, ja, du hast ja Depression, da darf ich jetzt auch nichts Kritisches sagen oder sowas. Doch, natürlich, ich sag was Kritisches. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn jemand mein Video mit Daumen runter bewertet. Nein, es geht ja nur darum, zu wissen, warum jemand eventuell mal emotional umkippt. Und meine Probleme, die ich habe, die muss ich ja auch in den Griff bekommen. Die kann ich aber nur in den Griff bekommen, oder ganz oft kann ich sie nur in den Griff bekommen, mit Unterstützung von außen. Und das ist einfach eine Sache, das wird so unterschätzt, dass wenn ich Fußpilz habe, dann besorge ich mir eine Salbe und dann habe ich es nach ein paar Wochen oder ein paar Tagen ist alles gut. So, glaubt man gar nicht, ne? Ist ja wirklich so. Also weiß ich von einem Freund.
Und bei Depressionen ist es eben nicht mit Alleingängen getan. So, da muss man wissen, auf wie man sich verlassen kann. Und man kann sich nur auf Menschen verlassen, die wissen, was mit einem los ist. Und ich habe, wie gesagt, von vielen, vielen Menschen gehört, und das sind Leute, die in irgendwo einem geregelten Arbeitsverhältnis nachgehen. Nicht so wie ich. Als freier Künstler hat man natürlich andere Möglichkeiten, das weiß ich auch. Ich bin halt nicht darauf angewiesen, dass mein Chef mir irgendwas gestattet oder mein Chef mich rauswirft, weil ich Depressionen habe. Ich würde mich gern permanent rauswerfen, aber das ist halt in meinem Fall etwas schwieriger. Und ich finde das so traurig, dass es möglich ist, einen Menschen mit Depressionen zu kündigen. Das ist für mich undenkbar. Ich weiß gar nicht, warum das möglich ist. Kann irgendjemand vielleicht mal jetzt kommen und vorbeikommen und mir erklären, warum es möglich ist, dass ein Mensch mit Depression, wenn er sagt, ich habe Depression, dass er gekündigt werden darf? Kann man das mal? Das ist derartig lächerlich. Es hat mich, vielleicht ist es eine Fehlinformation. Okay, dann meinetwegen ja. Aber es hat mir jetzt jemand erzählt, er würde gekündigt werden, wenn sein Chef erführe, dass er Depression hat. Das kann nicht sein. Echt nicht. Das ist so lächerlich. Das gibt es überhaupt gar nicht. Ja. Lächerlich. Muss ich auch schon lachen jetzt. So. Und jetzt ist Montag und immer noch Montag, also wo jetzt schon sehr, sehr viel Zeit ins Land gegangen ist und viele Menschen schon wieder kamen, wie lange wird dieses Video überhaupt noch dauern. Es ist heute sehr, sehr kurz, weil ich gleich zu einer Theaterprobe fahre und noch sehr, sehr anstrengenden Tag habe. Und morgen muss ich zum Arzt und vielleicht ist das letzte Video. Denke ich immer, bevor ich zum Arzt gehe, denke ich immer, ich kriege morgen auch so eine Vollnarkose. Und ne, dann denke ich immer, vielleicht mache ich gar nicht auf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich bei einer Vollnarkose nicht so schlimm. Wenn man dann nicht wieder aufwacht. Ne? Aber vielleicht sehen wir uns ja Mittwoch her wieder. Schauen wir mal einfach, wie es ist. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ne? Man weiß es nicht. Es kann ja auch sein, dass ich jetzt aus dem Haus gehe und dann fällt mir eine Turbine auf den Kopf, die ein Flugzeug verloren hat. Momentan habe ich das Gefühl, dass die Einflugschneise gerade direkt über meinen Stadtteil geht. Und morgen mal die war permanent hier Alarm. Also, Flugzeuge. So, Montag. Tada! Jetzt ist auch Schluss hier. Sprecht drüber. Und wenn ihr dann Depressionen habt, tut euch selbst einen Gefallen und weiht zumindest die Menschen ein, die euch nahestehen. Lasst den Chef nach außen vor. Aber erzählt es den Menschen, die euch nahestehen. So, das ist gut. So, lasst euch helfen. Also man kann nicht alles alleine schaffen. Vielleicht erzähle ich Mittwoch mal, es gibt zwei Möglichkeiten für Mittwoch. Carla hat, famous you, Carla hat mir eine nette Idee vorgeschlagen und ich hätte eventuell auch noch was. Vielleicht gibt es am Mittwoch ein kleines, das könnte ich auch am Freitag machen. Ich guck mal. Also Mittwoch, Freitag war ja auch schon ganz nett mal für den Anfang. Wir gucken, was wir am Freitag einmal alles noch machen. So, genießt die Woche. Es ist ein großartiger Montag. Es ist super warm. Ich habe keinen Bock rauszugehen. Deswegen fahre ich mit meiner Mütze und einem Pullover gleich zur Probe. So sieht mein Leben aus. Genießt den Montag. Wir sehen uns am Mittwoch. Hoffentlich. Man weiß ja nie, was bei so einer Freundin kommt.